So, und da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Let's Play Dead by Daylight. Wir spielen eine letzte Runde mit Yun Jin Lee. Und ich habe Medikit jetzt mal ausgewählt, weil, ja, wir haben sonst nur eine Taschenlampe und ihr wisst ja, ich bin nicht so der Taschenlampen-Fan. Hier haben wir die Blaupause, damit wir die Chance haben, dass die Bodenluke im Hauptgebäude gespawnt wird und wir müssen immer noch Generatoren machen. Ja, ansonsten gibt es nichts Neues eigentlich. Wie gesagt, eine Runde mit der Dame und danach steigen wir auf die Hexe um. Ich hoffe inständig, dass wir eine Killer-Lobby instant finden, weil dann muss ich nicht groß rumschneiden. Spart mir ein bisschen Arbeit. Wenn nicht, dann müssen wir halt. Oh, Hauptgebäude, Hauptgebäude. Nice. Also sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Bodenluke im Hauptgebäude ist, sofern es den gibt. Das gibt. Ja, genau. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt noch auf die zugehörige Map kommen. Ich glaube es nicht, weil es gibt inzwischen so viele Maps, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass wir genau die Map kriegen, die wir wollen. Aber man weiß ja nie. Wahrscheinlich werden wir die irgendwann in den nächsten paar, keine Ahnung, nächsten 20 Let's Plays irgendwann mal sehen vielleicht. Wer weiß. Genau. Ansonsten, wir warten. Ah. Elementary High School. Oh nein, Silent Hill. Och nee. Ich hasse diesen Map. Ach komm, du willst mich doch verarschen. Cool. Wir wissen, wer es ist. Kann ich in die Ecke schauen. Was ist blöd? Wir wissen, wer es ist. Das ist schon mal etwas. Aber dass der halt instant hier war, ist ja super. Vor allem Hauptgebäude. Was ist das für ein. Wo ist das hier das Hauptgebäude? Gibt keins, ne? Weil ich glaube, die Bodenluke wird öfters draußen gespawnt. Du willst mich doch verarschen. Was soll das denn? Sollten gehen. Hau doch ab! Willst du mich verarschen? Du bist so alt. Was ist denn mit dir? Du hast mich aber mies geblockt. Was soll das denn? Toll. Ach, das ist ja wohl ein Witz. Als ob denn hier. Junge, was hat der für kranke Perks? Ich bin bewusstlos? Was ist das für ein Perk? Den kenne ich nicht. Cool, ich hab schon Busen. Ganz ehrlich. Ich hoffe, der kriegt mich so nicht genommen, fällt runter. Vielleicht funktioniert's ja. Ja, die anderen sehen es aber halt auch nicht ein, irgendwie hier hochzukommen, ne?
Was zum Teufel? Was geht hier ab? Was ist denn los, ey? Also... Einmal hat der superkranke Perks gefühlt. Ich habe nicht ins mein Medikit verloren. Jo, toll. Andros da hinten. Ja, das ist belastend. Ich habe eine Krähe über mir. Willst du mich? Ich lieg doch schon. Was soll ich denn noch machen? Ja, kann dir sagen, wo der Killer jetzt hinkommt. Jo. Ist ja eine super Runde, ne? Frage ich mich, warum ich überhaupt reingestartet habe. Der erste ist schon tot, die zweite folgt zugleich. Und die holt mich nicht. Ja, also der Killer hat hier sehr einfach das Spiel mit uns. Ja. Jo. Vielleicht blute ich einfach aus, aber dass die eine so mega assi war und mich einfach nur hat geblockt, wodurch ich jetzt in der Lage bin, hier, wo ich bin. Also, kann sein, dass der Killer mich trotzdem gekriegt hätte. Weiß man nicht, aber sicher nicht so schnell. Ich kann mich erholen, wie ich will, das bringt nichts. Gucke ich ein bisschen die Gegend an. Irgendwo werde ich verbluten, wenn er mich. Ja, er findet mich vorher. Cool. Hey, bist du retarded? Ich weiß ja nicht, ob der gut ist oder einfach retarded ist oder keine Ahnung. Danke, dass du mich aufgehoben hast. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich das so lange überlebt, dass ich an den Haken komme. Aber so hat die andere mehr Zeit. Tja. Unternimmt kein Fluchtversuch. Wenn sie mich retten will, soll sie es machen. Aber sie geht erstmal in den Schrank. Ernsthaft. Wenn sie es nicht machen will, toll. Unehrenhaft. Ach ja. Es kann doch so schön sein, am Haken zu hängen. Ja, geh in den Schrank rein. Ich hab ja unendlich viel Zeit. Ist ja nicht so, als könnte ich dann vielleicht nochmal hängen, wenn du mich jetzt holen würdest. Nö. Super, klar, natürlich. Ey, ganz ehrlich, wie kann man nur so unkameradschaftlich sein? Entweder man geht zusammen unter oder man lässt es halt gleich bleiben. Aber so eine Aktion... Ja, lass dir ruhig Zeit. Ist ja nicht so, als würde ich hier hängen. Fick dich. Also ganz ehrlich, eine halbe Stunde warten tue ich halt auch nicht. Ich hab extra nicht Fluchtversuch gemacht, dass Zeit hat. Also geht erstmal in den Schrank, trinkt noch einen Kaffee dort, isst ein paar Plätzchen, wartet noch ein bisschen extra. Ha, jetzt können wir mal langsam losgehen. Und ja, komm, Alter. Wirklich. So, hier, Mrs. Du bist das. Missbrauch, Trolling. Boah, eigentlich beides, ne? AFK-Fallen, Spieler aus Wut abbrechen, Untätigkeit, Verweigerung. Körperblockaden. Bitteschön. Ich weiß nicht, ob das die war. Ich glaube schon. Oh. Ey, solche Leute kotzen einfach nur an dem Spiel.
gut, dass wir jetzt erstmal wieder Killer spielen. Und zwar spielen wir die Hexe. Die wunderschöne Hexe. Und wir haben Ruin. Ein Fluch, der die Fähigkeit der Überlebenden bei der Reparatur von Generatoren beeinflusst. Alle Generatoren sind vom Fluchruin betroffen. Wer den Generator nicht von einem Überlebenden repariert, beginnt sofort automatisch ein Reparaturrückgang mit 100% der normalen Rückganggeschwindigkeit. Aufgezehrte Hoffnung. Ein Fluch, der seine Kraft auf Hoffnung zieht. Die falsche Hoffnung der Überlebenden entfacht deinen Hunger. Wenn ein Überlebender in mindestens 24 Meter Entfernung von einem Haken gerettet wird, erhält aufgezehrte Hoffnung einen Zähler. Zwei Zähler. Du erhältst 10 Sekunden nach dem Festhang eines Überlebenden 10 Sekunden lang den Status Eile in Höhe von 3%. 3 Zähler. Überlebende leiden deinem Statuseffekt gefährdet. 5 Zähler. Du erhältst die Fähigkeit, Überlebende eingängig zu töten. Den lasse ich mal drin. Das dritte Siegel. Ah ja, den kennen wir ja. Okay, folgendes. Wir haben ein paar Punkte dabei. Ich gehe mal mit der auf Level 10. Ich meine, die Hexe müssen wir jetzt nicht mal vorlesen. Ne? Die haben wir vor was weiß ich wie vielen Folgen. 50 Folgen, überladen. Mal vorgelesen. Und das muss reichen. Und die Perks kann ich gleich mal vorlesen, wie sie es kommen. Ja, Gebietszwang. Oh, das muss ich noch ändern. Das machen wir gleich, bevor ich es vergesse. Überladen. Vielleicht packe ich mal noch überladen ein. Schauen wir gleich mal. Ja, dritter. Sehr gut. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. 13 Überlebende. Opfern. So. Ausstattung. Fluchruin, kennen wir. Fluch aufgezehrte Hoffnung. Jetzt sind es 10 Sekunden festhaken. 24 Meter, bla. 10 Sekunden lang. Gefährdet. Okay, es hat nicht viel geändert. Hier. Ich mache nicht das dritte Siegel, sondern überladen. Weil der ist nicht fluchgebunden. Dein Hass auf Fortschritt ist, treibt dich an. Überlass einen Generator mit Hilfe der Aktion Generator beschädigen. Überlastet. Der nächste Überlebende, der mit diesem Generator interagiert, muss einen enorm schwierigen Fähigkeitscheck bestehen. Ein misslungener Fähigkeitscheck resultiert in zusätzlichen 4% Rückgang am Generator. Ein erfolgreicher Fähigkeitscheck gewährt keinen Fortschritt, aber der Generator explodiert nicht. Es ist eine Falle, aber eine Falle, die jemand auslösen muss. Der Doktor. Alles klar. Packen wir mit rein. Ansonsten das Hammer. Ich gehe schon mal auf bereit. Können wir hier noch Ausstattung checken. Opfergabe. Ja, dunkler Nebelschleier. Wobei, wir gehen auf die Blutpunkte. Totalität. Wird moderat die Wirkungsbereich der Phantomfall. Also ich mache hier diese Symbole auf dem Boden, kann es hinporten. Wirkungsbereich. Die Dauer von ausgelösten Phantomen, moderat die Entfernung, aus der die Hexe zu der Falle teleportieren kann, zeigt die Augen von Überlebenden 3 Sekunden lang an, wenn sie die Phantomfalle auslösen, erhöht leicht die Dauer von ausgelösten Phantomfallen, erhöht leicht die Entfernung, aus der die Hexe, verkürzt leicht die Zeit zur Platzierung. Ich mache erstmal die Dauer, die Entfernung, ich mache das da und das da. Also ich muss mit der erstmal nochmal warm werden, also dass man halt ein bisschen... Ja, das ist nur mal ein Gefühl für diese Dame hier, Krieg. Genau. Anpassen. Ich glaube, da können wir nicht viel machen, ne? Ah, den Psychomus. Ja, okay, klar. So viel hat die halt nicht zur Auswahl. Oh, was gefunden. Wahnsinn. Alles klar. Bereit, gleich instant mal. Ja, wir lassen mal die... Wobei, ich mach's so. Lisa und eiskalter Blick. Leiser wahrscheinlich. Winter-Event. 1718. Ich weiß gar nicht, wann die rauskam. Naja. Okay. Nico2806. Also die zwei spielen ja mit... Also, da kannst du mir nicht erzählen, dass das reiner Zufall ist, dass die zwei exakt gleich heißen, außer mit einem Doppel-I.
Das ist bestimmt der Bruder am PC und der andere Bruder oder vielleicht die Freundin an der Konsole oder andersrum oder so ähnlich. Im selben Namen halt. Okay. Mal schauen, was wir da rausholen können. Lucky XD, Nico, Nico. Dämon, ja. Also die zwei spielen auf jeden Fall mal schon mal zusammen, will ich mal behaupten. Und bei den anderen werden wir es sehen. Naja, nichts Besonderes. Ach ja, so. Ich bin mal gespannt. Also, ihr wisst ja, ne, Killer und so. Und bei mir Killer und neuer Killer und lange nicht mehr gespielter Killer. Ich kann den nicht mehr so gut Killer, wenn ich es nicht gut kann. Also, ne. So viel wie, ich bin ein Killer-Talent, wenn es gut läuft. Und ich habe den lange nicht mehr gespielt, wenn es scheiße läuft, weil dann kann ich ja nichts dafür, weil ich ja lange nicht mehr gespielt habe. Also, alles wie immer. Irgendeine Ausrede findet man ja doch. So. Aber eine Ausrede für den langen Ladescreen? Ja, lang. Der war schon länger, ne? Dürfen halt jetzt noch nicht alle abhauen. Unser Ziel ist es, Leute aufzuhängen. Also, ja. Ändert sich eigentlich nichts daran an der Spielweise. Wir müssen nicht auf irgendwas besonders Acht geben. Autohelfen. Naja. Instant im Generator und dann machen wir erstmal hier ganz unauffällig. Die sieht man fast gar nicht. Die sieht man dann, wenn sie aufpoppt. Oder das mit Flugtotem. Jo, wie viele von den Dingen habe ich eigentlich? 8. Gut. Die ersten Fallen wurden gelegt. Schauen wir mal. Die läuft zu niedrig. Ah ja. Moin. Darf ich den? Hä? Ich kann den nicht. Okay. Naja, erstmal ein bisschen Terror verbreiten und dann geht's weiter. Sondere Flugtote. Na du. Schade. Manchmal funktioniert's, aber manchmal doch nicht. Wie es halt so ist manchmal. Ah, das ist so eine Stelle, ne? Was soll ich sagen? Es funktioniert halt nicht immer so, wie man es gern hätte. So, junge Dame, wärst du mal lieber schneller über die Tapete gelaufen? Palette? Warum auch immer ich jetzt irgendwie... Jo, ne? Ruf's mich, wenn was ist, ja? Doch, da höre ich doch was. Hallöchen! Na, Fräulein! Na, Fräulein! Wie geht es uns denn heute? So schlimm. Jetzt meckern sie mal nicht so und dann... Wir finden schon eine Lösung, die für alle optimal ist. Würde ich sagen. Ja, das wäre ja so einfach, gell? Bist du denn? Seid ihr so schlecht oder meine ich das nur?
So, jetzt machen sie mal Platz. Dann kann ich die nächste da aufhängen. Danke. So. Ich hab dich atmen gehört, Junge. Oh, das ist eng, weißt du? So, Nico, kommen Sie mal her. Falscher Knopf. Entschuldigung. Ich wollte sie nicht aufhalten. Alles klar. Wie geht's denn so? Lang nicht mehr gesehen. Oh, jetzt bleibst du aber mal da hängen, oder? Was ist denn mit euch? Also, ich, ja. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es an mir liegt, ne? Aber... Den holt keiner. Stört mich auch nicht. Ich wollte eigentlich meinen Generator beladen. Na, was macht die Schicht? Ja, Taschenlampe? Nö, nicht Taschenlampe. Okay. Gut. Laut, oder das Schloss? Sag mal, ist man hier im Kinderspielplatz oder was ist los? Ah ja, schön. Da hängt dein Kumpel schon ein paar Mal dran. Ist bestimmt toll, der normal. So. Hallo, mein Freund. Na, wie steht's? Wie ist die Lage? Das ist dumm. Hä? Ach, du warst schon tot? Down. Hallo, mein Freund. Wie steht's? Ciao. Gut, die ist weg, die ist weg. Schmeckt. Wenn wir jetzt noch die Luke finden, wäre optimal. Als jetzt Sicherheit. Wer findet die Luke eher, hä?
Einfach mal mitten in die Map fallen setzen. Irgendwann wird es schon raus, dass wir reinlaufen. Na. Wo ist sie? Wo ist die Luke? Also ich finde das gut, dass man die Luke zumachen kann. Weil früher wurde immer gecampt. Jetzt kriegt der Überlebende ein bisschen mehr Chance? Fragezeichen? Ich weiß es nicht. Hier waren wir schon. Muss weiter in der Mitte sein. Hallöchen. Gut, dann machen wir da drüben gleich mal fallig hin. Und dann müssen wir auch sofort auf die andere Seite. Oh, das ist ein Stück. Ah, ich habe noch Fallen. Ein Hoch auf die Fallen. Ach, ich habe ja One-Hit. Stimmt, habe ich ja ganz vergessen. Deswegen habe ich die sofort. Ich habe die ja im One-Hit. Ja, das war ja dann einfach. Kein Wunder. Jo, ne? Schön. Später Haken, aber immer ein Haken. Also das war mal eine schöne Runde. Die hat Spaß gemacht. Ach ja. Perfekt. Erstmal viele Leute aufgehakt. Oh ja. Weißt du, jetzt kriegen wir die Emblemen. Beim anderen haben wir ewig lang rumgestruggelt, bis wir die hatten. Okay, also der war echt nicht gut. Ah, die anderen waren jetzt auch nicht so Premium. Naja. Also mir hat die Runde auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand's gut. So. Alles klar. Wenn das jetzt noch drei Runden müssen wir halt auf jeden Fall noch machen. Nächste Runde machen wir, oder nächste Folge machen wir mit der auf jeden Fall mal nochmal was. Überladen lassen wir mal drin. Der ist echt gut. Mit den Zählern. Und Ruin. Ja. Ah, der beginnt sofort automatisch sich zurückzumachen. Ja, das ist auch gut. Den lassen wir auch mal. Ansonsten hier haben wir jetzt nichts Neues drin gehabt, ne? Oh. Doch, den hole ich mir mal. Den gönne ich mir mal. War ja 150%iger Rückgang. Und für nächste Runde moderate Wirkungsbereich der Phantomfallen, die Dauer von ausgelösten Fallen, die Entfernung, das ist gut. Zeigt die Augen an. Die zwei Sachen machen wir mal rein. Und ja, ich gehe mit 50% Blutpunkten. 50%, ja, kann man machen. Alles klar. Dass der Keller in der Hütte des Killers gespawnt wird. Naja, egal, lassen wir es so mal. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Auch wieder mit der Dame, dann in der Lobby. Und ja, bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.